Wir wollen heute wieder ein paar Welpen retten hier auf der Wii U. Aber zuerst werden wir die Hunde, die wir bei uns im Tierheim haben, erst einmal beschäftigen, trainieren, was auch immer, pflegen. Mal sehen, was wir jetzt machen müssen. Tini möchte gern nach Hause. Dann werden wir mal einen Besitzer für den guten Tini finden. Ich rufe zur Klärung besser gleich an. Passen Sie zusammen. Schauen wir mal. Die Akte ist nicht komplett. Ob das passt? Hier haben wir zwar zwei, die passen, wir werden aber trotzdem mal die Akte ist nicht komplett. Die Leute mal kontaktieren. Nein, das ist schon mal nicht. Ich rufe zur Klärung besser gleich an. Schauen wir und mal. Das auch nicht. Schauen wir mal. Passen Sie zusammen? Dann werden tolle Kombi wir aus Lebensstil und Persönlichkeit. Die ein gute Dolores nehmen. Wir denken, wir haben den perfekten Welpen für Sie gefunden. Mein Glückwunsch, Kleiner. So, der freut sich natürlich ungemein. Wir auch. Ich bin schon verliebt. Und auf Wiedersehen, Barbie. Hoffen, dass es den Kleinen bei ihr gut geht. So, wir haben 100 Knochen bekommen. So, dann geht's weiter. Den haben wir beim letzten Mal gerettet. Jawohl. Jetzt gucken wir, was der Diego hat. Diego möchte auch nach Hause. Das ist ja heute eine sehr ob das passen Sie, ob schöne Folge. Ob das passt? Nur eine einzige ist für den guten Diego geeignet. Oh, die gute Mia. Sie passen prima zueinander. Sie sind füreinander bestimmt. Dann hi, rufen wir sie doch an. Den perfekten Welpen gefunden. Manchmal ist die Sprachausgabe hier etwas seltsam. Das war jetzt etwas unpassend. Ich freue mich schon aufs Knuddeln. Aber okay. Danke für eure Hilfe. So, und Diego hat ein Zuhause gefunden. Wir haben 100 Knochen mehr. So, mal gucken, was der gute Flabby jetzt vorhat. Oh. Flabby braucht Training. Dann tun wir das doch. Das Hündchen hier ist bereit für das Training. Wenn du es gut machst, gibt es Leckerlis. Ja, dann gucken wir mal. Hochspringen. Ob wir das hier hinkriegen. Raus und wieder rein. Schlaues Hündchen. Ich bin ja mit diesen Quicktime-Events nicht ganz so schnell drin. Das ist ein schwieriger Parcours. Jetzt nicht wegen meiner Reaktionszeit, sondern einfach, weil ich die Nintendo-Controller-Belegung mir nie behalten kann. Man lernt am besten Schritt für Schritt. Ich habe eher den PlayStation-Controller verinnerlicht. Deswegen irgendwie. Aber wir haben es ja hingekriegt. Das ist für dich, Kleiner. Und sehr gut gemacht. Wir haben es ja hinbekommen. So, hier haben wir keinen mehr. Hier auch nicht. Und das ist die Barbie-Hütte. Okay, jetzt werden wir mal schauen, was wir mit... wo ist er denn? Da ist der Apollo. Apollo sitzt da ganz artig und wartet. Noch 3 Minuten. Okay, da können wir nicht so viel machen gerade. Und der Gute, noch 4 Minuten. Ja, gut, dann müssen wir jetzt raus und schauen, dass wir... wieder einen Welpen retten? Dann machen wir das doch. Los, retten wir ein paar Welpen. Dazu müssten wir erstmal einen Auftrag bekommen. Und deshalb warten wir mal kurz, weil ich ja nicht weiß, ob ich nach links oder rechts muss. Ob mein Telefon gleich klingelt. Da ist es. Hey, ich bin's. Wo zuletzt gesehen? Ich muss los. Verstanden. Wir treffen uns im Zentrum. So, wir müssen in den Gärten wieder suchen. Ich schau mal auf die Karte. Das müsste hier links unten sein. Genau. Da verirren die sich momentan meistens hin. Beim letzten Mal haben wir ja den guten Apollo auch in den Gärten. Da ist etwas in den Büschen.
in den Gärten gefunden. Da hat er sich in einem Labyrinth verlaufen. So, Barbie, jetzt gib mal ein bisschen Gas. Es geht berghoch, sonst fällt sie dir gleich noch vom Fahrrad. So, Vorsicht. Schön parken hier. Oh, wäre ich fast vom Fahrrad gefallen hier. So, wo müssen wir hin? Ich gucke mal. Sehe aber noch nichts. Wir werden mal weiter wandern. Da ist es. Habe ich gerade nicht gesehen. Das war's. Jetzt komm. Oh, es ging aber einfach jetzt. Eine weitere erfolgreiche Rettung. Das erfreulich einfach. So, jetzt geht's zum Tierheim. Und dann mal schauen. Wie? Ah, jetzt kriegen wir gerade eine Mitteilung von jemandem, dem wir vermittelt haben. Sehr, sehr schön. Finde ich auch schön, diese Einblendungen, dass wir von Leuten, die bei uns ein Tier bekommen haben, dass die uns hin und wieder mal Nachrichten schicken, dass alles in Ordnung ist. Finde ich sehr, sehr schönes Detail. Bringt ja das Spiel als solches nicht weiter, aber trotz alledem finde ich sowas immer sehr, sehr schön und liebevoll umgesetzt. So, Barbie, genau. Jetzt hau mal in die Pedale. Und damit sind wir jetzt hier angekommen. Vorsicht. Ich auf dem Fahrrad ist sehr, sehr gefährlich. Toll! Noch ein Welpe gesund und munter. Hey, Hündchen! Meine Schwester versorgt dich. Sehr gut, dass dein Chip funktioniert. Oh nein, du bist nicht gechippt. Noch ein einsamer Welpe. Geben wir ihm einen Namen. Gigantor. Ja, das ist doch mal ein schöner Name. Ich finde, er steht dir. Gigantor. Nichts Schlimmes. Nur ein heftiger Schluck auf. Putzen wir die Zähne mal richtig sauber. Unten, unten, rechts. Rechts. Okay, unten, unten, rechts, rechts. Nichts Schlimmes. Nur ein heftiger Schluck. Rechts, links, rechts, oben. Rechts, links, rechts, oben. Und dann ist noch zwei Füllungen. Noch eine kleine Füllung und du bist so gut wie neu. War aber knapp. Wäre ich fast über den Strich gekommen. Aber was soll's, hätten wir es halt normal gemacht. Noch eine Füllung und es ist geschafft. Oh, da habe ich zu früh losgelassen. Und es ist geschafft. Und damit wäre der gute Gigantor gepflegt. Jetzt ist mein Gesicht ganz nass, Hündchen. Und ich würde sagen, mit diesem sehr freudigen Gigantor, wo ist er? Da ist er. Werden wir diese Folge heute beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer MyGamingWorld81.